Kapitel 16. Fotos. Er kommt gleich, hat er gesagt. Stenzel und Chris standen vor dem Haus von Bernd Adams. Er war zwar nicht zu Hause, hatte sich aber nach einem Anruf auf seinem Handy sofort bereit erklärt, vorbeizukommen. Sein Auto bog um die Ecke. Er stieg aus. »Tag, Herr Stenzel«, sagte er. »Guten Tag«, grüßte er auch den Inspektor. »Das ist mein Kollege Christ«, stellte der Kommissar vor. »Wir möchten gerne die Klassenfotos aus dem Umschlag von Ihrem Bruder mitnehmen. Sie werden sie nach Ende der Ermittlungen wiederbekommen. Vielleicht schon eher. Ich werde zusehen, dass wir uns Kopien davon machen.« »Kein Problem, Herr Stenzel.« Er schloss die Tür auf. Er hatte den Umschlag wieder in den Wohnzimmerschrank gelegt und holte ihn erneut heraus. Es waren etwa 10 bis 15 Fotos in dem Umschlag. Er sortierte sie auf den Couchtisch. »Das sind Fotos aus der Schulzeit und diese hier von Klassentreffen. Das letzte Klassentreffen von meinem Bruder war vor 2 Jahren, soweit ich weiß. Die Bilder werden Sie wohl besonders interessieren.« »Richtig. Sie haben unseren Kollegen ja schon die Namen der Kameraden durchgegeben. Woher kennen Sie die eigentlich so genau?« »Ich bin in dieselbe Realschule gegangen und weil wir Brüder nur eine Klasse auseinander waren und häufig was zusammen unternommen haben, kennt jeder natürlich auch die Freunde des anderen.« Bernd Adams hielt inne. »Oder kannte, muss ich ja jetzt leider im Fall meines Bruders sagen.« »Gab es Mitschüler, mit denen Ihr Bruder häufiger zusammen war?« »Ja, diese 6 waren eine richtige Clique hier. Anton, Michael, Erich, Achim, Walter und Johannes.« »Der Unternehmer Erich Demel?« fragte Stenzel. »Ja, warum?« »Es ist doch etwas komisch, wenn ein arbeitsloser ehemaliger Strafgefangener und ein Unternehmer befreundet sind.« »Nein, überhaupt nicht. Als Schüler weiß man ja nicht, ob man nach Ende der Schulzeit Unternehmer oder Arbeitsloser wird.« »Ja, klar. Haben sich die 6 später auch noch so nah gestanden?« »So nah nicht mehr, aber soweit ich weiß, haben sie sich auch zwischen den offiziellen Klassentreffen im kleinen Kreis immer mal wieder getroffen. Wenn Sie entschuldigen, meine Herren, ich muss mich wieder um meine Arbeit kümmern. Nehmen Sie die Fotos doch alle mit.« »Ja, das werden wir tun.« Kommissar Stenzel packte die Fotos zusammen und steckte sie in seine Jackentasche. »Sie haben uns sehr geholfen. Und noch etwas, sollte jemand von der Presse auftauchen?« »Es waren schon welche da.« »Ja, ja, das glaube ich. Aber bitte sagen Sie der Presse nichts darüber, dass wir den Täter eventuell auch unter den Klassenkameraden suchen. Wir möchten nicht, dass er gewarnt wird, sollte es einer der Freunde sein.« »Ja, ich möchte auch, dass Sie den Mörder meines Bruders so schnell wie möglich finden.« »Das werden wir versuchen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Herr Adams.« Die beiden Polizisten standen auf. Zusammen mit Bernd Adams verließen sie das Haus. Bernd setzte sich in sein Auto und fuhr davon. »Wie spät haben wir es?« fragte Stenzel und sah auf seine Uhr. »Mittag. Ich denke, wir gehen ins Büro und warten auf unseren Kriminalrat. Anschließend werden wir die alten Klassenkameraden mal befragen.« Kapitel 17. Dienstbesprechung. Kriminalrat Hermann betrat den Besprechungsraum. Die anderen warteten schon am großen Tisch. Er setzte sich so, dass er alle anderen im Blick hatte und ließ den Blick in die Runde schweifen. »Meine Herren, Mahlzeit. Was können Sie mir zum Mord berichten? Haben Sie schon einen Täter oder das Motiv?« »Nein«, antwortete Stenzel. »Aber wir sind dennoch einen großen Schritt weitergekommen.« »Kein Motiv und keinen Täter und trotzdem einen großen Schritt weiter. Das sollten Sie mir erklären.« »Gerne. Lassen Sie mich zunächst damit beginnen, dass wir noch einen weiteren Toten haben, den Kleinunternehmer Erich Demel.« »Ja, davon habe ich auch schon gehört. Raubmord, denke ich. Gut, dann fangen Sie von mir aus mit diesem Mord an und den anderen besprechen wir anschließend.« »Raubmord? Nein, es wurde nichts gestohlen. Die Frau hat den Täter überrascht, aber ich glaube nicht, dass der Täter etwas stehlen wollte.« »Warum nicht, Herr Stenzel?« »Der Mörder hätte sonst die Ehefrau auch getötet und dann die Wertgegenstände mitgehen lassen. Nein, nein, das ist es nicht. Wir vermuten ein Motiv im privaten Bereich.« »Vermuten, vermuten. Fakten brauchen wir, Herr Stenzel.« »Gerne. Fakt ist, dass sich beide Opfer von der Schule erkannten. Demel und Adams. Fakt ist, dass beide erstochen wurden. Fakt ist, dass beide mit einem scharfen, großen Messer oder Ähnlichem erstochen wurden.« »Also ein und derselbe Täter?«
Das wissen wir noch nicht, ist aber recht wahrscheinlich. Ein Massenmörder oder Serienkiller? Kriminalrat Hermann stöhnte auf. Die beiden Opfer waren eng befreundet. Mit vier weiteren waren sie in einer Schulklique, sagt der Bruder des ersten Opfers. Eventuell ist ein Mitglied dieser Clique der Täter. Oder die Clique hat einen Gegner unter den ehemaligen Klassenkameraden. Nicht klar ist uns noch, warum die Morde gerade jetzt geschehen. Irgendetwas muss in der letzten Zeit passiert sein und Wunden aufgerissen haben, die lange Jahre verheilt schienen. Was sage ich denn jetzt der Presse? Kriminalrat Hermann schien ratlos. Von Massenmord oder Serienkiller möchte ich eigentlich nichts erzählen. Erzählen Sie bei dem Unternehmer ruhig von dem vermuteten Raubmord. Die Presse wird sich eher auf den Geldhaini stürzen als auf einen Arbeitslosen. Die erste Tat ist bald vergessen, wenn das zweite Opfer ein bekanntes Mitglied der Gesellschaft ist. Ja, so werde ich es machen. Und Sie ermitteln bitte zügig weiter, damit wir bald mit den Fällen durch sind. Nicht, dass der Serienkiller nochmal zuschlägt. Bis morgen um dieselbe Zeit. Der Kriminalrat stand auf und verließ den Raum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Täter noch einmal oder öfter zuschlagen wird. Wenn es einer der Klickenmitglieder ist, gibt es noch drei Tote, wenn es einer von außerhalb ist, noch vier, meinte Stenzel zu den im Raum verbliebenen Kollegen. Aber wir sind ja auch noch da und versuchen das zu verhindern. Wir werden zunächst mal die vier restlichen der Clique besuchen. Recht, Chris, Sie nehmen jeweils einen. Ich besuche die beiden anderen. Hier sind die Adressen. Wir brauchen dringend Ergebnisse, sonst beklagen wir bald noch einen Toten. Alle verließen den Raum.